Ich bin in meine eigenen Stacheln reingetappt. Ja, wenn der erstmal blitzt, hört er nicht mehr auf, oder wie? Wie nicht der? Au! Und tschüss. Hast du irgendwas Tolles Neues zu sagen? Ja, so dachte ich mir das. Kleiner roter Gargoyle am Turm. Mhm. So, weiter unten am Turm, ein kleiner roter Gargoyle. Ja, da unten. Keks. Oh. I did a thing. Oh, das kann ich verschieben. Und dann kann ich hier runter. Ist ja cool. Das heißt, den hätte ich auch so können. Oder wäre das Verschieben vorher vielleicht noch gar nicht begonnen? Da ist jetzt... Okay, da ist eine Tür. Die kommt und geht. Das ist ziemlich heiß hier. Was ist das? Inferno-Cavern. Oben oder unten? Unten. Nicht ganz unten, aber unten. Oh, das... Da ist gerade was aufgegangen. Jene, die es so weit geschafft haben, wir haben dich auserwählt. Komm zu uns. Wir werden den Thron deiner Ocarina beantworten. Ah, und jetzt habe ich hier die Abkürzung aufgemacht, dass ich normal hier hin und zurück komme. Okay. Es sieht nur ganz leicht nach Boss aus. Nur ganz leicht. Ja gut. Wir werden deine Ocarina beantworten. Hab keine. Ups. Och, ich wollte eine Ocarina, ha? Huh? Ach so, der Mechanismus im Hintergrund hat jetzt das in D4. D. Ja, das war jetzt hier, aber. Ah, das ist D5. Okay. Mein Lieblingsraum. Also hier, ah ja, da war doch... Ach, guck mal da oben. Das Teil hier.
wie ich fast im Dialekt gesagt hätte. Ach, guck mal, erste. Das kam mir doch eh schon die ganze Zeit spanisch vor. Und jetzt kommt da eine Ocarina raus. Yay, a thing happened somewhere. Nobody fucking knows where. Better search the whole world again. Wo soll ich jetzt sein? D4. Nicht so nach E5. Na, kann ich auch den schnellen Weg nehmen. Werde ich halt vom Feuer getroffen, ist mir scheißegal. D5, also jetzt hier. Au. Jetzt ist der Boss dann da, in dem Raum da unten. Okay. Schauen wir uns das mal an. So, machen wir mal wieder Boss-Time. Ist auch lang genug her, hm? Oh ja, fast ohne Items. I am afraid. Fuck me. What the? Fuck this shit. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Fucking fuck! Ich hab ihn noch nicht einmal gehauen. Jetzt einmal. Ich kann ihn nicht hauen, ohne dass ich springe. I'm fucking dead. Holy fuck. Okay, für den wären jetzt natürlich hier diese nach unten Werfspieße total geil.
Und bei wem kann ich die kaufen? Kann mir jemand auf die Schnarre? Scheiß drauf, ich muss ohne Items. Munition kaufen. Hey, der Boss ist extrem defensiv. Solange ich nur im Eck stehe, trifft er mich quasi nie. Das ermöglicht es mir, einfach mal mir eine Strategie auszudenken. Und ganz sorgfältig, bewusst anzugreifen. Okay, dann kommt einfach neue nach von den Viechern. Das heißt, das bringt schon mal nichts. Hier von dem Feuer treffen lassen, macht ein bisschen Schaden. Dann haut man ihn einfach hier ein bisschen und dann ist das cool. Gar nicht so schlimm. Piu, piu. Aber das trifft mich ja nicht. Das ist ja nicht gefährlich für mich. Das ist eigentlich nur eine Warteanimation, sonst nichts. Hey, die Teile kommen wieder. Achso, der hat jetzt die Plattform da abgesäbelt. Deswegen war das eben so einfach. Ah, und wenn dann neu... Ah, jetzt verstehe ich. Wenn neue Plattformen kommen... Dann bröselt der die weg. Okay. Das heißt, wie verhindere ich, dass der die Plattform da wegbröselt? Keine Ahnung. Und das hat bestimmt mit den nachwachsenden Tentakeln zu tun. Ja, dass das mit dem Speer gut ging, ist mir schon klar, aber ich habe nur noch zwei davon. Achso, jedes Mal, wenn er Schaden nimmt, schießt er raus automatisch. Das heißt, mit dem Speer kann ich ihn rauszwingen. Okay, wenn er dann trifft. Ja, jetzt habe ich keine Speere mehr. Er hat gerade sein eigenes Tentakel abgeschmuggelt, der Depp. Und einen Schadenspunkt genommen, tot. Nochmal. Gab's hier nicht einen Shop? Da oben war doch, glaube ich, noch ein Shop, oder? War das hier oben nicht ein Shop? Oh, der hat sogar Speere. Was wär's dafür gemacht? Hey, ich will erst gucken, wie viele sind das? Ein 10er-Pack. Ja, dann. Die reichen. Shit's about to go down. Und wie immer, wenn es lustig wird, ist Doc nicht da. Der hätte sich sehr gefreut über den Boss. Jetzt kommt noch ein Ach-Ja. Da warte ich mal besser kurz ab, bevor ich den Ankh betätige. Ja, gut, dass der nur dann verwundbar ist, ist denkbar. Am Anfang schläft er ja ganz entspannt. Das ist ja noch lieb von ihm. So, jetzt macht er auf und macht großes Auge. Ja. Ich glaube, ich will vielleicht mit was anderem zuhauen als der Peitsche, weil